Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ihr habt gerade schon was gesehen. Ich habe ein paar Eier eingeblendet. Und zwar habe ich immer noch die 10er und 5er. Und eigentlich auch 2er, aber die kann ich eigentlich wegschmeißen, weil da gab es eh nur schlechte Sachen. Auf jeden Fall habe ich noch die, das Material vom, nicht Extravaganza, sondern eins davor, das mit Rayquaza und den verstärkten Wind-Pokémon, die angeblich aus den Eiern kommen sollten. Und wie ihr jetzt dann sehen werdet, nicht wirklich. Also es wurde ja stark mit Kindwurm geworben. Ich habe glaube ich 4 gesamt gebrütet. Eine Menge Tarne, sehr viele Tarne. Also ich habe jetzt beinahe 500 Bonbons gehabt. Davor hatte ich nicht mal genug, um einen zu entwickeln. Hab mir ja dann auch einen gemacht. 1 Meter groß. Video blende ich hier nochmal ein, wo ich ein paar Sachen entwickelt habe. Hab sogar dann, während ich das gedreht habe, noch einen Kindwurm gebrütet und dann das direkt entwickelt. Sonst hätte ich gar nicht genug Bonbons gehabt für den. Das war schon eine coole Aktion. Auf jeden Fall blende ich hier die 10er ein von dem Event. Extravaganza Event, Eier, nur 2er bisher. Also es gibt nur 2er. Echt nichts Besonderes. Es gibt viel zu viel Auswahl und immer noch sehr viele schlechte Sachen sind mit drin. Also ich schlüpfe echt normale Sachen, Seemobs oder so. 2 Wappi, keiner Shiny bisher. 2 Togepi, auch keiner Shiny bisher. Ansonsten nichts Besonderes. Aber egal, ich blende jetzt die 10 ein. Und dann habe ich noch eine Box von Hootbox. Wie immer Shoutout und Dank an die. Link ist unten in der Beschreibung. Auch mit einem Code, glaube ich. Da kriegt ihr ein bisschen Rabatt, falls ihr euch eine bestellen wollt. Jeden Monat ein bestimmtes Thema, dann gibt es eine Box dazu. Das ist, glaube ich, die Basic Form, die Basic Box. Dann gibt es noch eine Edelbox. Aber Thema God of War, so wie es aussieht. Leider ein Game, das ich nicht gezockt habe, aber soll cool sein. So, ich bin gespannt. Und wie immer, liken, Foto teilen und irgendwas gewinnen. Ich nehme es mir jedes Mal vor, aber irgendwie wird das irgendwie nie was. Auf jeden Fall hier, fangen wir mal an. Eine Avengers Infinity War Figur, Bubblehead. Okay, jetzt muss ich es aufmachen, sonst weiß ich nicht, wer drin ist. So, der Film soll richtig krass werden. Trailer habe ich auch gesehen. Muss noch ein paar Teile. Okay, ist auch noch verschlossen. Muss noch ein paar Teile anschauen von den anderen Filmen. Und, wen haben wir? Thor mit seinem Hammer. Okay. Ab mit dir zurück in die Box. Weiter geht's. So wie immer, ein T-Shirt. T-Shirt ist immer am Start. Natürlich God of War. So wie das Ganze hier. Oder zumindest der Großteil. Bam. Okay. Dann ein Pin. So wie immer. Langsam habe ich schon eine große Pin-Collection. Und das einfach nur ein Panzer. Alles klar. Noch was Cooles. Und zwar nicht mal, diesmal nicht diese Pop-Figuren, sondern Fick-Figuren oder Q-Fick. Mit Rocket und Groot von Guardians of the Galaxy. Ah, da oben, da ganz klein sieht man Groot. Alles klar. Auch eine echt coole Figur. Also die Figuren sind eigentlich immer am coolsten. Eine Kleinigkeit haben wir noch. Also was hatten wir schon mal? Und zwar so eine Metallplatte. So. Nicht weißer Drache mit dem eiskalten Blick. Aber sowas ähnliches. Auch nicht der von Game of Thrones. Aber sieht cool aus. Hier sind auch Löcher, kann man sich irgendwie aufhängen. Und das war's auch schon. Wie gesagt, danke an Hootbox für die coole Box. Link ist unten in der Beschreibung. Mit meinem persönlichen Code, glaube ich. Ansonsten blende ich hier noch ein paar Eier ein. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief mit den 10ern. Seid ihr zufrieden mit dem Event? Oder hättet ihr die lieber aufgespart, eure Inkubatoren, für das Extravaganza-Event, das gerade läuft? Oder habt ihr überhaupt zu dem Event mit dem Wind-Pokémon eine Menge gebrütet? Also ich habe da schon reingehauen, paar gute Sachen geschlüpft, aber im Großen und Ganzen nicht so wirklich der Hammer. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab.
Check Lootbox ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.